Ich stehe im Band. Wer die Geschichte verfolgt hat und in der Diesel Passion Group mitgelesen hat, weiß, dass ich Besuch hatte eines Finanzbeamten. Ein ganz ein blöder Hammel in Wirklichkeit. Und mein Onkel, der hat mir ja nicht nur das Unternehmen hinterlassen, sondern auch einen Berg Schulden. Wie der jetzt aufgekommen ist, Finanzschulden ist natürlich eine ganz ganz schwierige, böse Angelegenheit. Mein Freightliner ist weg. Mein Volvo, der zu Hause in der Garage gestanden hat, für schlechtere Zeiten, ist weg. Ihr habt das wahrscheinlich gelesen oder auch nicht. Whatever. Als kurze Zusammenfassung hier. Also, ich habe kein eigenes Fahrzeug mehr gehabt. Wohlgemerkt. Und bin jetzt in Bend. Da habe ich ein Schnäppchen übers Internet gefunden. Nicht mehr das jüngste Modell, aber trotzdem fahrtüchtig. Hatte einen Motorschaden. Tauschmotor drinnen. Der ist auf 0 Kilometer zurückgesetzt worden. Ganz, ganz witzig. Aber im Grunde genommen alles tutti. Ist keine Schönheit. Ist auch nichts Besonderes. Aber dazu mehr. Hier bin ich kurz vorbeigefahren. Modern Kitchen Cookware Tools. Da gibt es Kochbücher, weil zum Essen, wie hier beim Asia-Laden, dafür reicht die Kohle eigentlich nicht mehr aus. Also habe ich mir das Mittagessen im Kochbuch angesehen. So schaut die Welt aus. Wir müssen Geld verdienen, Leute. Ich habe jetzt wirklich alles zusammengekratzt, was noch irgendwie gegangen ist. Und Sparbücher aufgelassen, private Sparbücher aufgelassen, aufgegeben und das Geld eingesetzt in einen gebrauchten Truck. Hier steht er. Hier habe ich ihn geparkt. Wie gesagt, keine Schönheit, absolut nicht. Man kann da vielleicht irgendwann, wenn die Kohle da ist, was draus machen, überhaupt kein Thema. Aber es ist ein Freightliner, ein FLB mit, ich glaube, 505 PS hat die Maschine. Ja, wie gesagt, nichts Besonderes, hint und vorn nichts dran an der ganzen Kiste, aber er hat zumindest keinen großartigen Rost. Er läuft rund, man hört nichts, dass irgendwo ein Problem sein könnte. Also im Großen und Ganzen ist das Fahrzeug in Ordnung, so kann man das sagen. Und wir haben auch natürlich jetzt sofort nachgeschaut im Frachtmarkt, ob wir da, ich spring mal rein, ob wir da eine Tour aufreißen können. Und ich habe jetzt eine Tour angenommen, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Das ist irgendein Transport einer Maschine. So viel sei gesagt. Ich fahre jetzt zum vereinbarten Platz, wo wir das Gerät abholen. Also, den FLB habe ich hier in Bend abgeholt und gekauft, privat gekauft. Ich bin jetzt erst ein paar Meter gefahren. Eine alte Dame hatte das Fahrzeug. Ja, und es ist auch der Raum hier herinnen ist relativ überschaubar. Also die Nächte werden sicherlich mitunter vielleicht interessant. Aber das werden wir ja sehen. Was das so mit sich bringt. Wichtig ist, dass der Motor rund läuft. Ja, dann müssen wir raus. Und mein FLD ist mir wirklich sehr, sehr schade. Da ist mir echt leid drum. Ich habe das Fahrzeug geliebt. Ich hatte da unendlich viel Platz drinnen.
Klarerweise. Oh, die Schaltung ist mir auch noch nicht ganz klar. FLD hast du ja ohne weiteres deine Familie einladen können, Weihnachten drin feiern, was immer du wolltest. Du hattest immer genug Platz. Und das fehlt mir hier natürlich jetzt, klar. Aber gut, in meiner Situation kannst du sowieso keine Ansprüche stellen. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen schauen, dass wir Kohle machen. Meilen runterrasseln. Heißt das? Das kleine Angeber mit seinem Ford. So, da vorne geht es links raus. Interessant. Motorbremse funktioniert sehr gut. Okay. Alter Schwede. Quer durchs Hinterholz. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Rollpapati. Naja. Also Leute, dieser Finanzbeamte, ich sag's euch, so ein schmieriger Typ, breites Grinsen, ein totaler Unsympathler. Aber richtig, richtig schlimm. Wenn der irgendeinen in die Pfanne hauen kann, dann macht er das und der lässt dir keinen Millimeter Luft in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte ihm auch angeboten, eine Ratenzahlung. War ihm sowas von scheißegal. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein gebürtiger Amerikaner bin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch schon vorbei, wir müssen jetzt vorwärts schauen. Also, wo mich das Navi da jetzt hinzieht, das weiß ich wirklich nicht. Ob das nicht irgendein ein Fail ist oder so. Also wenn es da zu regnen beginnt, da komme ich nie wieder raus. Also da treffen sich definitiv Fuchs und Hase.
Oder ein aufgescheuchter Bär, der vor irgendeinem Geruchsangriff flüchten muss. Ah, dahinter bewegt sich aber was. Da gibt es wirklich Zivilisation. Schau dir sowas an. Die arbeiten hier mit modernstem Gerät. Schau dir das an. Cool, sehr cool. Oh, die sind schwer beschäftigt. So. Hier sollten wir eine Tour bekommen, eine Fracht bekommen. Aha. Also die Zeichen funktionieren auch noch nicht überall. Das ist noch nicht hundertprozentig erledigt. So. Da haben wir den Vorarbeiter vermutlich und den werden wir da jetzt mal fragen, was der Sache ist. Ich spring mal kurz raus. Und bin gleich wieder bei euch. So Leute, ich habe mit dem Menschen da gesprochen, es dürfte so ein Vorarbeiter sein oder so. Der sagte, die Tour, die ich machen muss, beziehungsweise der Auflieger, der steht da hinten rechter Hand. Und ich habe schon kurz geschaut, das ist diese Maschine. Finde ich ja richtig nice. Ganz, ganz nice. Wie funktioniert das hier? Ah, der meint aber nicht diese Maschine hier, sondern ganz hinten. Okay. So nicht. Ups. Gut, dann fahren wir zurück und auf der Straße unten nochmal vorwärts und holen uns das gute Stück. Die machen da Hackschnitzel, sehe ich gerade. Mit dem Zerkleinerer hier. So. Die Maschine, alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, wenn das alles passt, ich schaue mir es kurz nochmal an. Ihr könnt gerne mitschauen, dass das alles sitzt und passt. So, die sind angeschlossen. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Zwar ein bisschen mager von der Ladungssicherung her. Okay, alles klar. Alles klärchen.
Gut, wir sagen jetzt mal, es passt. Auch wenn es nicht passt. Oversize Load, alles klar. So muss das. Ari. Eine Baumstumpffräse nennt sich dieses Teil. Gut. Wir machen das Beste draus und brechen auf, würde ich vorschlagen. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, bitte gerne. Wenn nicht, schaltet aus. Geht in den Garten, ins Schwimmbad. Was immer, ich weiß es nicht. So. Der hat ganz schön Gewicht. Der Auflieger. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Alter. Genau das habe ich befürchtet. Boah, der zieht einen zurück. Das glaubst du nicht. So, die Hürde ist gemeistert. Wir schauen, dass wir da irgendwie rauskommen aus dem stillen Wäldchen. Ich habe definitiv jetzt die Abholung der Fracht bzw. das Wegfahren rausschneiden müssen. Der Auflieger hat sich da irgendwie in der Fahrbahn vergraben. Dürft irgendein Bug sein oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Keine Chance, dass ich da weggekommen wäre. Im Video ist es ja relativ einfach möglich. Über das Schneideprogramm schneidest du diese Sequenz raus. Und die Sache ist erledigt. Im Real Life hast du ein echtes Problem. Wenn du da aufsitzt, da geht gar nichts mehr. So, wir sind auf befestigtem Untergrund. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Gar nicht schlecht, ja. Ups, wenn das Wohngebiet ist, tut es mir leid. Tut es mir wirklich leid. Da, ach so. Da fahren wir nicht drüber. Jetzt rechts Richtung Bend. So, vielleicht ganz kurz, wir schauen uns die Tour an. Wir sind in Bend gestartet, vorne über Hornbrook oder unterhalb von Hornbrook-Reding, Sacramento. Durch Huron vorbei an Bakersfield und Oxnard. Sie ist in der Nähe von Los Angeles. Über die Fünfer. Fahren wir da runter. 15 Stunden, 52 Minuten Fahrzeit schaffen wir heute sowieso nicht. Völlig klar. Macht aber nichts. Ich bin eh schon seit der Früh im
unterwegs und auf. Wir werden uns dann relativ zeitig heute irgendwo auf ein schönes Plätzchen stellen und die Pause einläuten. So werden wir das machen. So, FLP. Wow, Leute. Meine Güte. Kann man doch nicht machen, oder? Ja, ja. Rest Area. Schön, aber ein bisschen zu bald in Wirklichkeit. Ohne Fehler zu bald. Also irgendwie ist die Lenkung heute leichter oder weicher oder was auch immer. Ich glaube, du musst dich selbst nochmal einstellen, jetzt auch am Lenkrad, am Logitech-Lenkrad. Stimmt irgendwas nicht hundertprozentig. Na, logisch. Oh oh. Da haben wir jetzt definitiv die Ausfahrt übersehen. Das tut mir jetzt leid. Da werden wir wieder einen Liebesbrief bekommen. Klamath Falls. Very nice. Haus mit rotem Herz. Ja, da weißt du auch, was los ist.
Ja, mit unserem FLB, Leute, ich glaube, man kann was draus machen, oder? Wie seht ihr das? Der braucht vielleicht einmal ein hübscheres Kleid oder so. Dann schaut ihr vielleicht aber was gleich. Aber momentan ist er eher, naja, ein trauriges Dasein, eine traurige Erscheinung, würde ich jetzt einmal sagen. So, wir sind bereits in Kalifornien. Und irgendwie drückt die Blase. Das heißt, wenn wir irgendwo Gelegenheit finden, werde ich Pause machen und nochmal irgendwo rausfahren. Ich glaube, da kommt nicht wirklich irgendwas. Ja, bitte, aber da bei diesen zwei Wohnwagenmenschen, da glaube ich, werden wir uns dazu platzieren. Platzieren. Genau. Die haben sicher auch irgendwo was zum Essen mit dabei. Mal schauen, ob da nicht vielleicht irgendwo ein kleines Barbecue oder so abfällt für uns. Wir stellen uns da mal sauber an den Straßenrand. Ja, sauber ist was anderes, aber es passt für meinen Geschmack. So, Bremse rein. Ich schaue zu den zwei Herren, zu den zwei Familien mit den Wohnwegen da hinten und sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Macht es gut. Tschüss, euer Hermi. Thank you.